Gratulation, du hast geschafft, deine Blasen- und Inkontinenzschwäche zu beseitigen. Genau das habe ich heute Morgen einem guten Bekannten, der ungefähr so 70 Jahre alt ist, habe ich gesagt. Und ich habe mich irre gefreut, dass der es geschafft hat, seine Blasenschwäche zu überwinden. Und das, obwohl er es 20 Jahre lang gehabt hat. Also der Bekannte, der sagte, ich bin jetzt ja knapp 70 und bei mir hat es doch eigentlich keinen Sinn gehabt. Und auf der anderen Seite, es hat mich ja belastet in meinem Leben. Ich habe mich gar nicht mehr so wohl gefühlt, wenn du immer in jedem Baum suchen musst, jede Ecke immer von einem Lokal zum nächsten und dann schnell notpinkeln musst. Und jetzt hat er gesagt, du, also ich habe es überwunden. Er hatte erst selber nicht dran geglaubt, dass er es schafft. Er hat auch von mir meine Intensivbetreuung bekommen. Die ist wirklich hardcore-mäßig. Und das muss ich euch einfach erzählen. Und weil ich bin richtig begeistert, dass der es durchgehalten hat. Er hat natürlich für mich die Intensivbetreuung bekommen, indem ich permanent mit ihm diese Techniken wieder durchgegangen bin. Das sind ja drei verschiedene Techniken. Die kannst du ja in ein der Episoden kannst du die sehen. Und wichtig war einfach, dass er durchgehalten hat, das durchzuziehen, das Ganze, und dass er jede der Techniken angewendet hat. Also ein reines Beckenbodentraining, das hat ihm nichts gebracht. Das hat mir auch wieder gesagt, das hat er alles schon versucht und ein Urologe sagt, dann mach's doch. Und er sagt, das habe ich schon vor 20 Jahren den ganzen Mist gehört. Ne? Und jetzt mit meinen Techniken, schon nach 3 Monaten, hat er gesagt, du, bin ich jetzt zu 90% beschwerdefrei und ich kann mit meinen knapp 70 Jahren mein Leben genießen. Okay, wenn du auch so einen durchschlagenden Erfolg haben möchtest und deine Blasenschwäche beseitigen möchtest oder deine Inkontinenz, egal wie lange du die hast und spielt auch keine Rolle, in welcher Lebenslage du dich befindest. Manche Männer betrifft es schon ab 40, wenn sie stark unter Stress stehen. Das kommt vor. Ne? Oder ist es einfach gesundheitlich bedingt aus irgendwelchen Gründen? Weil bei Frauen zum Beispiel ist das so, nachdem sie ihr Kind geboren haben, da läuft bei vielen Frauen einfach nur noch das Wasser runter. Aber ich mache das ja jetzt für dich als Mann. Also wenn du dich da angesprochen fühlst, ne? Oder aufgrund irgendwelcher die Stresssituation, gesundheitlichen Einschränkungen und weil es einfach gekommen ist und so. Und du willst loswerden, kontaktiere mich einfach, damit wir einfach mal klären können, was ich für dich tun kann. Und ich bin mir sicher, nach dieser Erfolgsmeldung, die ich heute Morgen gehört habe, du wirst es auch hinkriegen. Ich wünsche viel Spaß und ich freue mich, von dir zu hören. Also hab den Mut, kontaktiere mich. Herzlich, dein Michael.